Leute, ich bin's nochmal ganz kurz vor dem Video. Ich möchte noch kurz anmerken, dass das Video so gegen Ende, beziehungsweise gegen, ja, sag ich mal, ab der Hälfte des Videos ein bisschen asynchron wird mit Video und, also, sag ich mal, mit Gameplay und Gameplay-Sound. Kann ich leider momentan nichts dran ändern. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wie gesagt, das ist erst so gegen Ende. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen und finde noch trotzdem viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar XCOM Enemy Within. Genau, es ist nicht XCOM Enemy nicht XCOM Enemy Unknown. Denn das haben wir ja schon vor ein oder zwei Jahren, glaube ich, mal gespielt. So eineinhalb wahrscheinlich mittlerweile. Und das ist eigentlich ein neues Addon. Das ist schon eine Weile draus, ich weiß. Aber ich habe es mir noch nicht mal angeguckt, weil es im Sale war. Heißt, mir geholt und dachte mir so, ja, könnte sich vielleicht doch mal wieder lohnen, das zu spielen. Und hab so angetestet dazu. Eigentlich nur so eine halbe Stunde wollte ich mal zocken. Und habe einfach mal 3 Stunden lang durchgezockt, weil das Spiel so viel Spaß gemacht hat. Und das ist einfach so ein Spiel, das dich einfach immer weiterspielen lässt, obwohl du es gar nicht möchtest. Das habe ich momentan mit Witcher 3 und es ist einfach genau dasselbe. Ich weiß nicht wieso, es sind so verschiedene Spiele, aber es ist einfach das gleiche bei mir. Und deswegen dachte ich, ich nehme euch mal mit, aber wir werden nicht das Tutorial nochmal spielen, deswegen sehen wir uns gleich bei der Auswahl von der Welt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was danach kommt. Auf jeden Fall, bis gleich. So, wir sind jetzt wieder zurück, und zwar können wir hier entweder Nordamerika spielen, wir können Europa spielen, wir können Asien spielen, wir können Südamerika spielen oder wir spielen Afrika. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir können uns mal kurz ein bisschen was durchgucken. Oh. Okay, das ist natürlich cool. Die Ergebnisse von Autopsien und Verhören liegen sofort vor. Das ist, wir sind Südamerika, okay, egal. Asien, Gießerei, Werkstätte, Kauf und Unterhaltung. Unterhaltung vor allem, ja, Unterhalt. Alle Flugzeuge, bla bla. Also, ich habe kein Ding, wa? Wir spielen Europa. Scheiß auf die Boni, wir spielen einfach motherfucking Europa. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Oh. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Nach Wir müssen Russland. da runter und alle Feinde ausschalten. So, wo waren wir denn jetzt? In Volgograd, glaube ich. Irgendwie sowas. Dann gucken wir mal alle, ha? Ich bin nämlich jetzt auch endlich. Ach, ich freue mich einfach wieder, dass ich endlich wieder was machen kann. Ich habe jetzt bis jetzt eigentlich immer nur Telltale gemacht. Telltale Game, also Game of Thrones für die letzte Zeit. Und da muss ich immer ein bisschen warten, bis die Episoden rauskommen. Und habe mich dafür ein bisschen mit Thumbnails beschäftigt und allgemein ein bisschen mit dem Kanal und so. Strike One, hier Central. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Das ist Einsatzgebiet. cool. Keine Risiken eingehen. Keine Risiken. Okay, ich glaube, jetzt würde ich sagen, wir stellen mal alle so ein bisschen mal hier Okay. hin. Bald ist nämlich auch die Gamescom, und da gab es doch relativ viel zu organisieren. Das hat zum Glück Heiko größtenteils übernommen, aber selbst wenn man sich da nichts mit organisiert, kommt da sehr viel auf einen zu. Aber ich freue mich drauf, doch. Wird geil, wird geil. Vielleicht sind ja auch ein paar von euch da. Soweit ich weiß, ich glaube, 2 sind schon sicher da. Werden wir ja dann sehen. Und ich dachte einfach, weil die gerade dieses Meld, das ihr oben hier links schon seht, wir haben noch nichts gesichtet, aber oh, das gibt einfach dem Spiel was ganz Neues und meiner Meinung nach auch was ganz Frisches eigentlich. Was ich echt gut finde. Weil sowas braucht ein Spiel. Gerade, oh, wie hieß denn das Spiel? Postal 2, glaube ich. Oder hieß das überhaupt so, oder war es schon die Mod? Weil dieses Spiel wird halt immer noch up to date gehalten, und ich finde, sowas brauchen Spiele auch. Dass sie nicht einfach mal geklatscht werden und von mir aus ein halbes Jahr lang gepatcht werden, bis keine Fehler mehr drin sind, sondern einfach immer wichtige Sachen. Und ich weiß, das spiele ich jetzt, glaube ich, von, boah, wenn ich das jetzt wüsste, wa? Wir leben doch in einer guten Generation. Ich kann ja mal ganz kurz hier nebenbei. XCOM Enemy Unknown. So, Handysprache, mal, was funktioniert. Tatsache. 2012. Okay, ich hätte 2011 gesagt, aber war ja gar nicht so schlecht. Von 2012 ist das. Das ist schon, ja, nicht ganz 3 Jahre. Und nach 3 Jahren, wenn da was Neues rauskommt, kann man schon mal machen. Ihr merkt ja auch dann irgendwann, dass das Spiel nicht die allerbeste Grafik hat. Wobei ich hier jetzt wenig flimmern sehe. Also Kantenglättung und sowas ist ja klar, aber die Auflösung ist nicht ganz so gut und so, aber was willst du machen? Ist doch immer noch ein schönes Spiel. Und vor allem die Spielmechanik ist halt einfach genial. Ist nicht einzigartig. Das habe ich gerade voll vergessen, voll nicht verstanden, was die gelabert hat. Egal. Genau, die Spielmechanik ist nicht einzigartig. Das gibt es ja schon einige. Wir werden auch auf der Gamescom ein paar Spiele angucken mit so einer Spielmechanik. Aber es ist halt einfach was mir unglaublich viel Spaß macht. Und nicht so wie Heiko oder Yannick in dem Fall. Irgendwie solche Total War Spiele machen mir auch sehr viel Spaß. So ist nicht. Aber sowas macht mir einfach viel mehr Spaß. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ihr seht jetzt hier auch schon diesen einen Meldbehälter. Da ist eine Zahl drüber, und zwar eine 4. Das sind wir auch oben rechts, das ist sammelbar. Und, na, bitte nicht. Boah, schon 3 Schaden. Läuft schon mal gut. Der verpisst
verpisst sich. Ne, der schießt sogar. Was will denn der? Oh, ne, was macht? Ach so, stimmt. Ach, die konnten sich ja verstärken. Wie gesagt, das Spiel ist zum größten Teil auch gleich geblieben. Was ja nicht schlimm ist. Ich meine, wir haben ja eh nur irgendwie 17 Folgen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gemacht haben überhaupt. 17, 7? Irgendwie sowas. Ich kenne mich echt nicht. Ist schon lange her. Schon ein Jahr. Das war eins meiner allerersten Projekte. Ich glaube, das... Nee, das war nicht mal. Das war denn mein allererster... Alter. Haben die jetzt echt schon einen getötet? Wow. Das fängt ja schon genial an hier. Das fängt ja schon genial an. Na, ob ich dich da hochstellen will, weiß ich noch nicht genau. Oh, die reden sogar auf Englisch. Wo ist denn der andere? Achso, du hast den hier gesehen. Natürlich, wenn wir jetzt einen von denen töten, haben wir natürlich gute Chancen. Ich glaube, da sterben sogar beide. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da sterben sogar beide. Sehen wir ja gleich. Lol. Der ist nicht draufgegangen. Boah, was ist das schon wieder für ein Anfang? Das darf nicht wahr sein. Soll ich eigentlich hier rausrennen und dem helfen? Boah, das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Was hast du für eine Chance? 45? Versuch's. Bitte. Ja. Der andere ist nicht draufgegangen. Ich hatte im Kopf... Ja, das ist mal. Ach, scheiße. Nicht. Na gut, egal. Auf jeden Fall genau. Verdammt, was soll ich jetzt sagen? Oh, jetzt aber nicht anschießen. Okay. Hier haben wir nämlich nochmal einen Meld. Ich hoffe, da drin ist jetzt keiner. Einfach mal Rambo-Taktik rein. Das kann man nämlich sammeln. Das ist wichtig. Wir gehen hier auch mal kurz auf Feldposten, falls doch mal einer kommen sollte. Den können wir ja jetzt rein theoretisch hier einfach wegsnacken. Aber auf dem einen noch zwei Runden mit dem Meld. Das sollten wir doch gleich einsammeln, so schnell wie es geht. So, der ist auch tot. Habe ich denn irgendeiner, der am Meld steht in der Nähe? Habe ich nicht. Dann musst du jetzt dahin laufen. Muss ich hoffen, dass du überlebst, aber du stehst ja hinter voller Deckung. Sollte gehen. Das waren ja nicht die einzigen Gegner, das sind ja wahrscheinlich noch zwei mehr, also zwei Aliens mehr. In der allerersten Mission kann ich mir das nicht vorstellen, so. Na, sehen wir ja gleich. Egal. Also, jetzt wechseln wir nämlich erstmal zu diesem Typen. Okay, das ist schon ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Weil er muss das Meld einsammeln, sollte aber auch hinter Deckung stehen. So, jetzt einsammeln. Zack. Ich meine, er könnte jetzt erschießen. Mit 45% ist gar nicht so wenig, allerdings nur 10 kritisch. Ja, reicht doch. War gar nicht so schlecht. Genau, und er? Dem kann ich jetzt halt auch sagen, jo, lauf hier hin. Sammel das Meld ein. Ich wollte gerade sagen, sammel das Meld ein. Gut, mit dem gehen wir mal in Feldposten. So, jetzt müssen wir noch die anderen Gegner suchen. Hier können sie nicht sein, wahrscheinlich mehr so... Hier, da hinten, wahrscheinlich. Können wir mal gucken. Gucken kostet ja nichts. So. Okay. Oh, da. Ach, das war jetzt praktisch, aber die trifft wahrscheinlich nicht. Geil, die trifft sogar. Schön Burstfire. So wie man es machen muss. Noch ein Leben hat er. Das kann ja nicht der einzigste sein. Oder? Wo war der denn jetzt? War der nicht hier? Irgendwie? Was sehe ich denn vielleicht? Jawohl. Zack. Fertig. Draußen, Strike One. Wenn Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft und die Teams erwarten ihre Befehle. Mhm. Wir können sofort mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. Machen wir sowas. Aber wir haben jetzt... Ich habe jetzt echt in der allerersten Mission einen verloren. Nicht so geil, habe ich gehört. Ja, was willst du machen, wenn die beide auf den gleichen schießen? Ich spiele übrigens auf normal. Da kann es schon mal passieren. Ich glaube, letztes Mal habe ich sogar auf leicht gespielt und habe trotzdem was Maul bekommen. Ich weiß es nicht. Ich mag solche Spiele, aber ich bin nicht gut. Das ist so das grundsätzliche Prinzip hinter allen Let's Plays auf unserem Kanal. Ich bin Central Officer Bradford. Brady, yo. Zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und ihre Unterrichtung. Ach, und nicht den ganzen Rest, oder was? Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben. Ach so, natürlich, danke schön. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Ja, gut, haben wir überhaupt noch... Ah, nee, es sind ja nicht... Ich dachte gerade, haben wir überhaupt noch einen übrig? Also ist ja nur einer gestorben. Und nicht vier, drei, vier? Ich glaube, vier hatten wir dabei. Ja, einer ist schon mal gefallen. Oh,
Und Chinese. Lass mal Scharfschützen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Okay, das heißt, hier können wir die nachher noch skillen. Ein Scharfschütz habe ich immer sehr gemocht. Was ist das? Ein schwerer mit dem MG. Okay. Drei Kills, okay. Ja, okay, und der war wahrscheinlich auch aufgestiegen. Wieso stellt sich? Ah, ne, okay, die hatten beide keine Kills. Ich glaube, nach einem Kill steckt man auf. Oh, wir haben einen Orden Verteidigernadel. Geht sogar so näher um eine Spezialfähigkeit, okay. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Aha. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Commander, Sie können unsere also muss ich jetzt auszeichnen, indem Sie ihnen nach eigenem Ermessen Medaillen für ihre Verdienste verleihen. Medaillen können Sie in der Kaserne durchsehen und verleihen. Was kann ich, was kriegst Kraft zuweisen? Nicht in Panik? Ich glaube Panik, nicht in Panik ist ganz gut. Das ist nämlich dann die dicke Eiernadel. Oh, doch, passt alles. So, wem verleihen wir? Natürlich, wem verleihen wir? Wir können die ja nur im Schweren verleihen, wa? Das ist ja der einzige, der dazu passt. Voll der Heiko eigentlich, so blond einfach mal. Also, guck mal, was der alte Obi zu sagen hat. Commander, ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Wahlen hat uns ein paar neue Pläne geschickt. Mit ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Ja, glaub mal, ich gebe dir die Erlaubnis. Ich habe übrigens kurz heimlich nachgeguckt. Es ist doch schon 2 Jahre alt, das Within. Aber es kam halt, wie gesagt, erst ein Jahr nachdem. Muss ich mich leider korrigieren, tut mir leid. So. Ah, komm mal, Satellit. Okay, nee, wir bauen erstmal ein Medikit, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Können wir auch schon ein Gebäude bauen? Ein bisschen Raum haben wir hier oben noch. Ein Kraftwerk wird aufgebaut. Wollen, ja, ja, wir heben hier noch ein Ding aus, so. Auch gar nicht laut gerade gewesen oder so. Ganz okay. Guten Tag, wie ist denn? Von Wahlen? Mein Name ist Dr. Wahlen. Wahlen, genau. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mhm. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Ja, natürlich. Fangen wir an. Sag mal, oh Gott, ich glaube, ich muss nehmen. Bitte nicht. Ah, Nachteil, wenn man einen Heuschnupfen hat. So, falls irgendjemand von euch auch Heuschnupfen hat, egal wie stark, ich fühle mit euch, keine Sorge. So. Xenobiologie, Waffenfragment, all die Material. Oh, heute schon ein bissiger Tag hier. Nur am Rumrennen. Was gibt's denn hier? Die Masoren scheinen Kanister mit diesen merkwürdigen Substanzen von menschbesiedelten Gebieten eingesetzt zu haben. Vielleicht als Experiment. Es könnte sich auch um eine Art Waffe handeln. Weitere Analysen kommen etwas mehr Klarheit bezüglich potenzieller Gefahren und Anwendungsmöglichkeiten bringen. Okay, das ist dieses Meld. Das war. Ich weiß nicht mehr alles. Panzerrüstungen. Bessere Waffen. Huch. Es ist überlebenswichtig, die Psychologie der Außerirdischen gründlich zu erforschen. Damit können wir bessere Waffen. Machen wir mal, ich glaube, das ist was am schnellsten geht. Wow, alle 8 Tage. Dann fangen wir mal oben an, würde ich sagen. Ich stimme zu. Das scheint die dringendste unserer Forschungsoptionen zu sein. Glaube ich auch. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Finde ich gut. Also, Einsatzleitung. Achso, nee. Damage, stimmt, ja, man muss ja hier Aktivitäten suchen. Schauplätze anzeigen. Wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Okay. Indien, Russland, Ägypten. Was kriegen wir denn? 204? Ich glaube, ich bin für Wissenschaftler. So, jetzt müssen wir gerade mal kurz gucken. Damit. Ja, stimmt. Die sind noch 7 Tage verwundet. Schade. Egal, dann kriegen wir schon mal. Genau, ich wollte jetzt noch einem das Medikit geben. Ein bisschen hier mal schön der Frau. Mal leid, so. Zack. Noch eins. So, Einsatz starten. Dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze so klappt. Ich bin ja zuversichtlich. Also, es sollte gehen, ich meine. Oh. Transporter ist eingetroffen. Ja, gut. Los geht's. Mal gucken, wie das läuft. Dieser Einsatz führt uns wieder ein Volvo gerade schon wieder. Was ist denn da los? Die verstärken ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Ach, aber wir können doch nicht alle 3 machen, oder? Oder ich sage, wir müssen uns für einen entscheiden, dann hätte ich ja nicht so lange überlegen müssen. Ah, mir fällt gerade ein, wir können die ja auch noch customizen. Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten ihre Befehle.
Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Erstmal vorspotten. So, der Typ mit dem MG natürlich, der sollte uns ja nicht verrecken. Das ist nämlich unser einzig Guter. Visual on the goods. Ach stimmt, ja, das habe ich übrigens eingestellt. Das fand ich ganz interessant, das wusste ich gar nicht. Dass man diese praktisch mit einer Sprachausgabe der jeweiligen Nationen machen kann. Ich glaube, die sind, waren jetzt beide, aber dann hat er Englisch geredet in dem Fall. Decker. Lars Decker, ich glaube auch kein Deutsch. Ah, das sagt erstmal gar nichts, okay. So, wo sind sie denn? Von rechts kommen zwei. Ach nee, jetzt nicht da rein. Och nee. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich meine, hier unten haben wir eine Deckung. Stellen wir uns mal hier hin. Gehen wir in den Feldposten. So, Raketenstart können wir natürlich auch einsetzen, wenn es denn. Na, wo ist denn der andere? Hier ist auf jeden Fall schon mal das Meld. Ist gut. Steht der denn? Oh, der steht schon da. Egal, entweder schießt er, der wird wahrscheinlich nicht treffen, oder er bewegt sich und dann kriegt er einen gescheuert. Aber das heißt, wir gehen mal hier nochmal nach rechts. Vielleicht können wir irgendwie auf der rechten Seite helfen. Ah, da stehe ich jetzt ein bisschen nah dran. Scheiße. Das ist sogar die mit dem Medikit. Hä? Habe ich den nicht hier hingestellt? Ach, keine Ahnung. Stimmt der mal hier hin. Da sollte den doch jetzt sehen eigentlich. Na gut, dann gehen wir halt mal auf den Feldbau stehen. Da sind die Gegner dran. Die werden wahrscheinlich die jetzt erstmal abballern, dass die so nah dran stehen. Ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie gesagt, jetzt ist es noch nicht so schlimm, wenn wir Soldaten verlieren. Also zumindest jetzt diesen MG-Typen sollte man nicht verlieren. Aber ansonsten ist es jetzt noch nicht. Ja genau, schießt einfach von. Echt jetzt 4 Schaden. Lol. Was? Wieso hat der jetzt geschossen? War der im. Wie war der in Feldposten? Aber der schießt doch. Alter. Ah, oh, durch die Bank. Voll daneben. Geil. In Slow-Mo. Voll gefailt. Egal. Wie gesagt, solange, wenn einer mit rein stirbt, wäre es nicht so gut. Die normalen sind eigentlich, wie gesagt, egal. Die entwickeln sich zwar dann auch, aber man kann halt immer wieder einen Kill mit dem machen, dann sind sie schon wieder auf der Laufbahn. Das ist jetzt halt blöd. Lol. Okay, die ist auch schon tot, glaube ich. Also gleich, wenn der noch angreift. Ach, der ist in Panik, was macht? Kann ich den jetzt nicht benutzen oder was? Och nee. Soll ich vielleicht erstmal mehr so in Deckung gehen? Aber halt irgendwo, wo du dich dann auch heilen könntest. Hier vielleicht? So. Schön die Wunden heilen. Pflästerchen draufkleben. Oder natürlich mit Eispray durch die Luft sprühen. Geht auch. Wo haben wir denn diesen einen Schlawiner? Wo haben wir den denn? Der muss doch hier irgendwo sein. Ich sollte nicht so viel Spiel betreten, oder? Wo steht denn der? Oh, 60% kritisch. Wir versuchen es mal. Jawohl! So. Der andere war hier oben irgendwo. Ach, das ist doch. Ich. Hat der das echt MG? Nee, okay, den kann ich, nee, den kann ich nämlich nicht benutzen. Aber der hat's irgendwie. Geiler Sack. Ich hätte nichts gegen, wenn du dich hier hinstellst und dann den Feldposten gehst, wenn ich ehrlich bin. Oh, du siehst den sogar. Ah, nee, du siehst den, okay. Der könnte dich natürlich auch abballen. Aber du gehst erstmal in Deckung. Ich will nicht, dass du drauf gehst. Darauf habe ich keinen Bock. So. Naja, was passiert? Bitte sag, dass er nicht jetzt wieder in Panik ist. Nee, ich kann ihn wieder benutzen. Sehr gut. Ja, denn du solltest jetzt mal kurz hier reingehen. Ich dachte eigentlich, dass hier jemand drin ist. Aber wenn es nicht so ist, okay. Und natürlich gibt es dann noch dich. Der ist ja nicht im Feldposten. Oh Gott, das sind zwei. Das habe ich auch wieder völlig vergessen. Ach, wie sie immer mit drei Schaden mit einem Leben noch überleben. Habe ich noch einen da drüben? Habe ich noch einen, okay. Ah, der sollte halt sterben. Wie viel haben wir auf 47? Komm schon. Bitte, bitte. Nein. Boah, der MG-typischer Scheiße. Wie viel Leben hat die da hinten noch? Vollgehalt. Ja.
Ach nö, ich will nicht, dass sie jetzt draufgehen, alle. Ja, du musst erstmal deinen Meld einsammeln. Geh mal mit den Feldboschen. Dass sich da doch noch einer zeigt. Weil ich hab so ein bisschen kurz den Überblick verloren, wo die alle sind. Okay. Du heilst den kurz um 1. Kann ich auch dafür nicht viel. Das heißt, also die wird er jetzt nie 6 Schaden machen. Ach, jetzt ist die auch noch in Panik. Girl. Oh. Ne, okay, ich wollte gerade sagen, sie kann sich doch bewegen. Boah, und die sterben einfach nicht. Müssen wir hier so ein bisschen anderen Maßnahmen greifen, oder wie sehe ich das? Also, so sind beide drin. Mal gucken, was passiert. Nein. Psst. Die sind zwar effektiv gegen Aliens, zerstören aber auch die Artefakte, die wir in den Reichen bergen wollen. Bedenken Sie das. Brauchen doch nicht 100 Artefakte, Mädchen. Wir haben doch schon ein paar. So, der ist leider auch angehittet. Das war auch nicht so toll, wie der jetzt drauf geht. Okay, aus der Richtung. Okay, okay. Und da, oh, da leben auch. Ah ne, das war der Meld. Der Meld-Sinn, wer kennt den nicht? Den 8. Sinn, den 7. Sinn. Der Meld-Sinn. So, in die Richtung war der. Du hast noch volles Leben, oder? Ja, hast du. Das heißt für dich, da einstehen. Die ist nicht mehr ganz so fit. Ah, ich hab noch gerade gesehen. Shit, wo war er denn? Dich würde ich ja eigentlich jetzt gerne in Deckung bringen, aber hier gibt's halt fast keine Deckung. Wir können mal. Da, sehen. Wo bist du denn? Da hinten im Eck. Wir versuchen es mal. War irgendwie klar bei 25%, aber was soll's. Aber was heißt da, dass hier gar keiner mehr ist, oder? Nö. Sieht nicht so aus. Ah, nee. Echt jetzt? Nochmal zwei. Wie viel waren? Das ist ja krass. Wusste ich nie, dass es noch so viele sind, die leben. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das heißt, da muss ich erstmal jemand schön zum Meld vorkämpfen. Ah. Aber wenn sie halt alle nicht treffen, wie will ich das denn man dann machen? Habe ich noch einen? Wie, ich habe noch 3. Ich wollte gerade sagen, habe ich zu schnell geklickt. Erstmal beschweren. Boah. Mit dem kriege ich gerade aber auch keine gute Position. Na egal. Müssen die auch noch irgendwie vor. Noch nicht der Tipp in der MG. Vor allem hat der halt noch den Raketenstart. Auf das bin ich eigentlich hinaus, weil ich mir dann egal wie viele Fragmente mir zerstören. So. Ich meine, wenn du hier stehst, kannst du ja noch schießen, wa? So. Man kann es ja immer mal versuchen. Ja, 45%, fast 50-50 und wenn ich dann halt zweimal daneben schieße, ist halt scheiße. Aber was willst du tun? Gar nichts, genau. Das war die richtige Antwort. Er zieht sich nämlich auch die Folge richtig lang. Aber was soll's? Die erste kann man mal machen. Ja, als ob du den jetzt triffst, ganz ehrlich. Oh, ach du Scheiße. Jetzt bitte nicht von da treffen. Oh Mann. Aber er ist komischerweise ganz gechillt. Nicht in Panik, dem ist ihm alles egal. Finde ich gut. Also, das heißt, du hast noch ein Leben. Kollege, weißt du, was das heißt für mich? Ich darf dich opfern. Wobei, bringt das Opfern schon was? Ich weiß nicht. Die zwei werde ich nicht mit einer Granate treffen, wa? Nee, oder? Nee, so krass sind die dann doch nicht. Töten wir jetzt. Okay, den kriegen wir nicht ganz, aber den kriegen wir nicht. Wenn die Badin jetzt schon wieder was sagt, dann kann ich leider nichts dagegen. Ich möchte gerne, dass alle sterben. Dankeschön. So. Jetzt habe ich nämlich auch freies Sichtfeld. Wieso kann... Ach, ich habe schon einmal mit dem Raketenstart. Echt? Gott, das wusste ich gar nicht. Dass ich mit dem schon... Der kann aber halt auch nur 10 Meter laufen, das ist schon erschöpft. So sieht zumindest aus. So, jetzt bis nächste Runde kommen wir auf jeden Fall mit dem schießen. Können echt nicht alle nicht weit laufen. Ach, und du siehst von hier nicht mal einen.
Wohin gehe ich denn da mit dir? Hier hin? Ja, okay, der wird natürlich drauf gehen. Das ist schon mal klar. Wie viel hat der? Der hat noch voll. Den kann man auch ohne Deckung mal hier hinstellen. So. Und das mal versuchen. Er wird wahrscheinlich wieder nicht treffen. Kann doch nicht sein, dass jedes Mal, wenn ich 50-50 habe, dass er dann jedes Mal nicht treffen. Also, wenn du Arsch jetzt meinen Freund da hinten trittst, wäre das ein bisschen blöd. Ah, ich mach mal die Augen zu. Ah, daneben. So ist Glück. So, oh ne, wieso leckt jetzt mein Spiel? Hey. Muss ich mal ganz was nachgucken. Ich habe doch hier bestimmt noch mein Programm offen, oder? Ne, habe ich nicht. Wieso kann ich denn? Ich würde auch gerne mal kurz auf meinen Desktop. Einen Moment. Vielleicht mal kurz ein bisschen. Weil es ist ja echt. Seht ihr halt auch mal. Muss ja auch mal sein. Es ist nämlich gerade echt. Sowas von heiß hier. Wir haben es immer noch Wochenende. Also zumindest jetzt mal. Was haben wir denn halt? Den 18. Aber es ist einfach unglaublich warm. Das hatte ich nämlich vorher schon das Problem. Dass man mich jetzt. PC nach einer Weile schlapp macht, aber jetzt sieht es ganz gut aus wieder. Jawohl. So. Einsammeln und wegballern. Ja, nicht den. Den hier bitte. Versuch es. Alle 50-50 Schüsse treffen. Ah, ich weiß nicht mehr, ob man das überhaupt Pech nennen kann. Oh, der mit dem MG soll aber nicht so weit vor. Irgendwo hinter Decken vielleicht schon noch. Ich weiß echt nicht, ob man das Pech nennen kann. Ich glaube, es ist einfach. Ich weiß nicht. Oh, das war jetzt aber schön. Okay. Immerhin hat jetzt mal einer getroffen mit 50-50. Ich glaube, es war 70, ja, gut 47%. Ich meine, es sollte nicht sein, dass alles unter 47 nicht. Ja, guck, sie hat auch getroffen. Na gut. Und keiner gestorben. Alle Kanisterne gesammelt. Sehr gut. Ich glaube, es ist auch so, wenn du die Runde beendest, solange die Kanister noch nicht explodiert sind, du sie, sag ich mal, gespottet hast, dann sammelst du die, glaube ich, automatisch ein. Was ja auch nicht schlecht ist. So. Ach Gott, das war jetzt schon eine anstrengende erste Folge. Aber wir haben erstmal kurz, kommen wir hier noch kurz. Die Sturmeinheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als erste in den Kampf und zieht als letzte ab. Okay, jetzt haben wir nochmal einen schweren und Unterstützer, das ist auch gut. Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Verletzt 8 und 9 Tage. Nochmal eine neue Medaille. Ja, gut, wir haben doch trotzdem Waffenfragmente bekommen. Kein Ding. So, wir weiter. In Kontakt, ja. Allerdings, wahrscheinlich wird mir eh gleich wieder jemand dazwischen reden. Deshalb beende ich das einfach ganz schnell hier. Würde mich freuen, wenn er in die Kommentare, in die Tasten tippt. Und eine positive Bewertung da lasst. Es ist schon so warm. Ich kann schon nicht mehr reden. Es sind halt jetzt über 30 Grad. Das ist nicht so toll momentan hier drin. Aber, wie gesagt, würde mich sehr, sehr freuen. Am Dienstag seht ihr dann die nächste Folge. Und bis dahin. Ja, ich wollte eigentlich gerade. Ja, ist okay. Ist okay. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao. Bis dahin, Leute. Macht's gut.